Clemens Unterreiner ist bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen, vor allem für diese Uhrzeit, nicht? Ja, wir öffnen sie natürlich noch nicht, aber das musste ich ja nicht extra dazu sagen. Hallo, lieber Clemens. Schön, dich zu sehen. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. Wir hatten gestern einen wunderbaren Abend. Wir haben zum ersten Mal nach langer Zeit wieder mal an der Staatsoper gespielt. Auf der Bühne mit den Philharmonikern in Kostüm und Maske, aber leider ohne unserem geliebten Publikum. Ich habe einen Abend gestreamt, sozusagen eine Aufzeichnung, die auch im ORF dann zu sehen sein wird. Wie ging es dir? Wie war das? Wahrscheinlich ein schönes Wiedersehen, aber dann am Ende komisch, oder? Kann ich das so sagen? Also ich sage ja immer, Oper ist eine Live-Kunstform und wir brauchen unser Publikum. Das ist eine ganz emotionale Geschichte. Und wenn wir natürlich vor leerem Haus singen, ist das eine eigene Sache. Aber es war ein schönes Gefühl, dass wir auch ein Zeichen setzen wollen. Es ist ja auch wirklich in dieser unglaublich schwierigen Situation für Kunst und Kultur ganz, ganz wichtig, dass auch die Wiener Staatsoper ein kräftiges Lebenszeichen von sich gibt. Wiener Staatsoper und auch ORF, das sind ja identitätsstiftende Institutionen. Kunst, Kultur muss weitergehen. Und wenn das Publikum nicht zu uns kommen darf, dann wollen wir zum Publikum ins Wohnzimmer nach Hause kommen und eben deswegen machen wir das. Wird am 10. Jänner, habe ich mir aufgeschrieben, ausgestrahlt, Werther? Werther. 10. Jänner in ORF 3, die große Aufzeichnung. Er hat hart für uns gearbeitet gestern Abend, aber es wird sicher ganz toll. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich auch. Clemens, wie geht es dir? Du hast einen neuen Staatsoperndirektor, Bogdan Rostschitsch. Spürt man das? Ist das immer, wenn sich die Spitze im Haus ändert, spürt man das auch sozusagen? Ja, natürlich. Und ich finde das ganz toll, dass er jetzt an Bord ist. Gerade in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit braucht man einen tollen Manager. Und es ist wirklich unglaublich, was er und sein Team für die Wiener Staatsoper leisten. Schön. Es ist eine wahnsinnig schwierige Zeit. Man spürt das, man spürt Umstellungen. Es gab natürlich auch Wechsel im Ensemble, viele neue Gesichter und natürlich eine unsichere Zeit. Mhm. Aber er ist ein taffer Manager, der weiß, in welche Richtung er gehen möchte und vor allem, wie man in dieser schwierigen Corona-Zeit weitermacht. Und das ist das Zeichen, eben Hoffnung bringen, Zeichen setzen, eben jetzt weiterspielen mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Und das ist das Gebot der Stunde, weil Kunst und Kultur, das ist wie unsere tägliche Nahrung, das ist Seelennahrung. Das ist kein Luxus, den man sich leistet oder den man einfach einsparen kann. Das ist einfach täglich Brot. Und das wir sind so froh, dass ihr aktiv seid, damit wir euch hören können. Und ich freue mich natürlich, dass du heute auch mit uns dein wunderbares Weinthema besprichst. Du bist ja, Winzer wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich sage. Sehr übertrieben, ja. Ja, du hast dich mit einer burgenländischen Winzerfamilie schon zum zweiten Mal zusammengeschlossen. Ja. Die unterstützen dich, die mögen deine Musik und ihr macht Benefizabende und habt euch kennengelernt. Richtig. Und es gibt jedes Jahr einen guten Wein. Ja, wir mal schauen, was ihr da kredenzt habt. Dieses Jahr ist es der Escamillo. Also Escamillo. Das ist ja nicht nur einer der besten Winzer Österreichs, der Paul Ack, sondern auch einer der liebsten Menschen, der mich eben schon seit vielen Jahren unterstützt mit meiner Charity, mit meinen Hilfstönen, Musik für Menschen in Not. Und er liebt auch Musik und so sind wir einfach einmal drauf gekommen, dass wir auch einmal etwas gemeinsam machen könnten. Toll. Eben auch für die gute Sache. Und so haben wir eine neue Weinlinie kreiert, den Opa. Auch ein Wein. Cuvée, oder wie? Naja, dieses Jahr ja. Letztes Jahr war es der Papageno. Ja, das war letztes Jahr Papageno. Jetzt ist eine Mischung Syrah und Blaufränkisch. Mhm. Der Escamillo 2018 war ein sonnenreiches Jahr, kräftiges Jahr. Und da haben wir uns gedacht, was geht in diese Richtung? Und ich bin ja dann immer für die Namen zuständig und für die Geschichte, die erzählt wird. Wein ist ja ein Genuss und wir wollen eben auch mit dieser Mischung zwischen dem Kunsthandwerk Oper und Operngesang und eben dem Weinhandwerk des Winzers das zusammenbringen und eine gute Sache damit unterstützen. Genau, das heißt, ein Teil des Erlöses kommt deiner Hilfsorganisation zugute und er schmeckt sicher total gut. Er schmeckt großartig. Wir machen ihn noch nicht auf. Ja? Nein, leider, aber in Zeiten wie diesen, also ein Glaserl ist ja eh immer ganz gut. Wann trinkst du? Abends oder schon untertags? In diesen Zeiten sicher mal ein paar Gläser mehr als sonst, ich sage aber immer, einfach ein Genuss, ein Social Drinker, wie man so sagt, Genuss und einfach vielleicht nach einem schönen Opernabend gutes Essen, ein Glas Wein und für die gute Sache für Menschen in Not und das ist das Wichtige. Und zum Glück wird es früher dunkel, gell, in diesen Tagen, da kann man vielleicht auch das ein oder andere mal ein bisschen früher anfangen. Darauf haben wir uns schon geeinigt, wir haben uns abgesprochen. Danke vielmals, lieber Clemens, du bleibst bei mein uns. Jetziger Gast hat sogar den Wein mitgebracht zu diesem Rezept, Clemens Unterreiner, ich freue mich. Guten Morgen. Danke für die Einladung. Schön ist das, dass du nicht nur singst in der Staatsoper als Bariton, auch unter die Winzer gegangen bist. Ja, wenn man die Flasche öffnet, dann singe ich richtig aus der Flasche heraus. Ja, und vor allem auch noch für den guten Zweck.
Wie lange muss diese Flasche atmen, wenn man sie öffnet? Ja, bei einem guten Wein, den sollte man auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben, das ist wichtig. Das gehört auch zu diesem Prozedere dazu. So wie man sich auch für die Oper ein bisschen herrichtet, ein bisschen Zeit nimmt, das ist ja etwas, ein Ritual. So soll man auch eine gute Flasche Wein genießen. Das heißt, nicht nur die Opernbesucher, die sich natürlich auch schick machen für die Oper. Wie lange bist du eigentlich vor einer Vorstellung? Wann bist du dort? Was musst du alles tun, bevor es losgeht, bevor es auf die Bühne geht? Ja, also ich bereite mich eigentlich den ganzen Tag drauf vor, okay. Aber ich bin ungefähr so eine Stunde, ich wohne ja nicht weit, ja. Sehr praktischerweise, eine Stunde ungefähr vorher da. Es ist eigentlich natürlich Routine. Man geht dann ins Make-up und Kostüm und Maske und singt sich ein bisschen ein und dann geht man schon auf die Bühne. Also ich bin nicht einer, der ganz lang vorher dort ist. Vorbereiten, ja, natürlich, aber dann direkt vor der Vorstellung, das ist Routine, das geht eigentlich recht. Aber das stelle ich mir schön vor, wenn dann alle hinten rumgehen und jeder singt sich ein, oder? Das ist wahrscheinlich auch schon ein Konzert. Ja, und vor allem, man weiß ja ganz genau, wo die beste Akustik zum Einsingen ist. Das ist das stille Örtchen. Nein, ach so. Da staut sich's dann, ja. Wirklich? Naja, natürlich, das ist eine gute Akustik zum Einsingen, der Klassiker. Man lernt nie aus. Aber kommen wir zurück zum Wein, wenn wir schon so weinselige Themen hier haben. Ja, der Opernwein. Ja, mein neuer Wein ist auf dem Markt. Ich freue mich sehr mit einem der besten Winzer Österreichs, dem Paul Axer aus Gols im Burgenland und auch einem sehr lieben Freund von mir, der mich schon seit Jahren begleitet. Ja, ihr seid Fans voneinander, kann man das so sagen? Absolut. Wir haben uns auch wirklich sozusagen über unsere Profession kennengelernt. Ich als Weinliebhaber und er als auch Opern- und Klassikliebhaber. Und so haben wir jetzt etwas Neues kreiert, denn Opernwein ist eine Weinserie, eine Linie, eben jedes Jahr etwas Neues, etwas Limitiertes, limitierte Flaschenauflage und ich bin dafür zuständig, in welche Richtung es geht, künstlerisch das zu begleiten und dem auch den Namen zu geben. Es ist immer eine Rolle, die ich an der Staatsoper gesungen habe. Letzter Wein war Papageno und dieses Jahr ist es der Escamillo geworden. Escamillo, das finde ich ganz toll. Ist ein Cuvée geworden? Ist ein Cuvée. Letztes Jahr war es ein Blaufränkischer, kann ich mich noch gut erinnern? Nein, letztes Jahr war es ein St. Laurent. St. Laurent, pardon. Jetzt ist Blaufränkisch Syrah und eben ein Cuvée, eine Cuvée und es war 2018 ein sonnenreiches Jahr, es war ein trockenes Jahr, sandig lehmiger Boden, wo das wächst und das war dann wie eine Arena und kräftig elegant und so kam das dann in die Richtung Escamillo. Und das ist jetzt zum Trinken und es ist ganz wichtig auch für Menschen in Not. Und trinken und gleichzeitig Gutes tun ist doch was Feines in der heutigen Zeit. Ja, das ist wichtig. Vor allem, du engagierst dich sehr mit deinem Verein. Ja. Und der Erlös dieses Weins kommt auch dem dann wieder zugute. Ja, es ist, wir haben ja einen ganz dramatischen Kultur-Lockdown. Es ist eine sehr ernste Sache. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das Glück habe, an der Wiener Staatsoper sein zu dürfen, die es auch sehr schwer hat, aber die weitermachen kann und die versucht in dieser Situation, auch jetzt, wir spielen für Österreich und mit dem Partner ORF auch etwas zu produzieren, zu singen und zu den Menschen hinauszugehen, wollte ich meinen freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen helfen, die jetzt wirklich in großer Corona-Not sind. Und so kommt auch ein Teil dieses Weines in meine Hilfstöne Künstlerhilfe, wo ich dann eben meinen freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlerkollegen, die durch Corona in schwere Not geraten sind, helfen möchte. Und das ist ganz wichtig in dieser Zeit, dass man auch Verantwortung übernimmt, nicht nur als Solist der Staatsoper, sondern auch als Mensch, der in einer schwierigen Zeit versucht, eben aus jeder Situation das Beste zu machen und deshalb helfen und man fühlt sich sehr gut dabei. Schön, dass du